Einen schönen guten Nachmittag für euch, für euch alle. Nummer 441. Ja, es geht immer weiter. Heute ist Sonntag, ein Bertolt Brecht Sonntag natürlich. Sonntag, der 20. Juni 2021. Und Bertolt Brecht hat ja in seinem reichen schriftstellerischen Leben auch Stücke geschrieben, sogenannte Lehrstücke. Also das bekannteste ist die Maßnahme, weniger bekannt ist vielleicht die Ausnahme und die Regel. Und aus diesem Stück gibt es heute ein Gedicht und vielleicht auch noch den Epilog. Und ja, dazu gleich mehr. Also, aus der die Ausnahme und die Regel. Das Lied vom Ich und vom Wir. Hier ist der Fluss. Ihn zu durchschwimmen ist gefährlich. An seinem Ufer stehen zwei Männer. Der eine durchschwimmt ihn, der andere zögert. Ist der eine mutig? Ist der andere feige? Jenseits des Flusses hat der eine ein Geschäft. Aus der Gefahr steigt der eine aufatmend an das eroberte Ufer. Er betritt sein Besitztum, er isst neues Essen. Aber der andere steigt aus der Gefahr keuchend ins Nichts. Ihn empfängt, den Geschwächten, neue Gefahr. Sind sie beide tapfer? Sind sie beide weise? Ach, aus dem gemeinsam besiegten Fluss steigen nicht zwei Sieger. Wir und ich und du, es ist nicht dasselbe. Wir erringen den Sieg und du besiegst mich. Und jetzt gibt es noch den Epilog hinterher aus diesem Stück. 1930 geschrieben, also noch bevor er ins Exil ging und erst 1937 erschienen, als er in Dänemark war. Was nicht fremd ist, findet befremdlich. Was gewöhnlich ist, findet unerklärlich. Was da üblich ist, soll euch erstaunen. Was die Regel ist, das erkennt als Missbrauch. Und wo ihr den Missbrauch erkannt habt, da schafft Abhilfe. Ja, auch diese Geschichten wurden in der kleinen zänkischen DDR natürlich sehr sozialistisch ausgelegt, aber man muss sie gar nicht sozialistisch auslegen, sie sind einfach wahr. Das finde ich einfach wieder das Großartige an Bertolt Brecht. Und das auch noch so lange danach. Morgen vor 80 Jahren wurde die Sowjetunion überfallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Er ist sehr drückend. Also ich denke, es braut sich was zusammen. Nicht schon wieder ein Überfall, das meine ich nicht, sondern ein Unwetter, das hoffentlich ein bisschen Regen bringt. Bis morgen.